Freunde, ich habe mir sagen lassen, bei Mayonnaise wird gemogelt. Das ist ja ein Skandal, ne? Sebastian enttarnt zwei beliebte Burger King-Soßen in einem Clip. Jetzt habe ich das Problem, ich komme ja nicht mehr zum Burger King. Das betrifft mich gar nicht. Aber schauen wir mal. Das ist ein bisschen schade eigentlich, ne? Weil ich komme da nicht mehr hin. Zu weit weg. Sebastian verrät, wie sich die Industrie vermeintliche Mayonnaise zurechtmixt. Das sieht jetzt so auf den ersten Blick aus wie nach so einer Kanalreinigung, finde ich. Kanalreinigung, Digga. Außerdem lüftet er das voll eklig. Der berühmten Chili-Cheese-Soße von Burger King. Oh, die ist lecker. Frische Mayonnaise ist nur kurz haltbar und teuer. Kein lukratives Produkt für Konzerne wie Burger King. Die Lebensmittelindustrie hat darum Alternativen entwickelt. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment, Moment mal. Wollen die etwa sagen, die sagen mir jetzt gerade, bei Burger King kriege ich keine frische Mayonnaise? Bitte was? Die ist nicht frisch gemacht? Jetzt stelle ich mir natürlich unter die Hand, muss ich jetzt die Gegenfrage stellen. Wo habe ich jemals frische Mayonnaise bekommen? Hä? Also, ich habe noch nie erlebt, dass irgendwo frische Mayonnaise gemacht wurde, wenn du irgendwo was gekauft hast oder so. Bei der Oma, nicht mal da. In der schmierigen Pommesbude kriegst du auch keine frische Mayo. Also in der Regel nicht. In der Regel nicht. Im Restaurant kriegst du auch nie, würde ich auch nicht sagen, du kriegst in der Regel keine frische Mayonnaise. Also das würde ich sagen, ist aber die absolute Ausnahme, weil darüber macht sich halt keiner Gedanken oder so. Ist halt auch allen scheiße, ist allen scheißegal. Ich call jetzt einfach mal so, es ist jedem scheißegal. Im Supermarkt. So, welche ist gut? Das hier ist übrigens die McDonald's-Mayonnaise. Und das hier ist die Burger King Mayonnaise. So, ich habe das Rätsel jetzt schon mal gelüftet, ne? Das ist eigentlich schon alles, was man wissen muss. Ende. Markt wird Mayonnaise verkauft. Dann ist auch Mayonnaise aus Öl, Essig und Eigelb drin. Gesetzlich ist nicht einmal das geregelt. Für Mayonnaise gibt es keine gesetzlichen Regelungen, wie sie zusammengesetzt sein muss. Was? Oder auch Leitsätze, die gibt es auch nicht. Es gibt nur ein Das gehört reguliert. Hallo, wir sind ja immer noch in Deutschland. Und meine Mayo ist nicht TÜV geprüft. Geht nicht nach die Norm raus. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Da kann ja alles drin sein. Das fresse ich nicht mehr. Heute ist vorbei. Wie Mayonnaise zusammengesetzt ist, die haben aber die Hersteller selber entwickelt. In diesen Richtlinien heißt es, Mayonnaise wird aus pflanzlichen Ölen, Gewürzen, Essig und Eigelb hergestellt. Die Industrie hat sich für die Mayo-Produktion auf gewisse Benimmregeln festgelegt. Spaßfakt am Rande. In der 6. Klasse ungefähr haben wir mal im Physikunterricht, oder vielleicht war es auch Chemie, wahrscheinlich war es, keine Ahnung, Chemie oder Physik, haben wir Mayonnaise gemacht. Und wir haben von Johnny's Pantry wurden Pommes geholt und dann haben wir die mit selbstgemachter Mayonnaise gegessen. War lecker. Laut diesem Code. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Muss eine Delikatess-Mayonnaise mehr als 70% hochwertiges Fett und über 5% echtes Eigelb. Safe Chemie. Ja, ich glaube auch, das war Chemie. Physik macht weniger Sinn, ne? Und 5% Ei darf sie sich noch Mayonnaise nennen. Alle Cremes, die weniger Fett oder kein echtes Eigelb enthalten. Weniger als 70% Fett. Das hat ja weniger Fett als ich da. Das geht ja gar nicht. Dürfen nicht als Mayonnaise angeboten werden. Also ich gehe als Mayonnaise durch, Freunde. Das passt. Ne? Wenn ihr mal Schmacht habt. Günstige Alternativen bestehen aus zahlreichen Zusatzstoffen. Aus Zahnatan? Oh nee, ey. Leute, aus Zahnatan. Boah. Scheiße. Und das habe ich gegessen. Die Musik auch dabei, ne? So richtig dramatisch. Zahnatan, Alter. Fuck. Die Cremes sollen aussehen wie Mayonnaise. Ähnlich schmecken, aber nur einen Bruchteil kosten. Sebastian Lege deckt den Trick der Industrie auf. Trick. Das ist eine reine Fettemulsion,
die aufgepumpt wird, damit man sich das teure Öl sparen kann. Und die ist halt vielseitig einsetzbar. Die Industrie setzt auf haltbares Eigelb aus der Packung. Meist von Eiern aus umstrittener Bodenhaltung. Ei? Ja, es ist halt, das ist halt genau wie, wir haben mal das Video von dem mit der Panade gesehen, wo der dann auch meint, ja, da ist ganz schön viel Panade drauf, das ist nicht gesund. Ja, Bruder, wenn ich mir Fischstäbchen kaufe, gehe ich auch nicht davon aus, dass ich mir gerade was Gesundes reinziehe. Wenn ich mir Mayonnaise aus dem Laden kaufe, gehe ich auch nicht davon aus, dass ich mir was Gesundes reinziehe. Was willst du von mir? Was willst du mir? Was erzählst du mir denn? Was soll ich jetzt hier mitnehmen? Mayonnaise ist nicht gesund. Ach so. Na dann. Die Säure liefert industrieller Essig. Bei allen Zutaten wird gespart. Zitrone. Und bei allem, was ich im Laden kaufe, kriege ich immer nur den billigsten Scheiß in der Regel. Ach, das ist ja auch ne. Das ist ja auch ein Ding. Wie Senf. Die wollen Profit. Nein, Senfsaat, hier. Ist richtig günstig, weil man spart sich den fertigen Senf und muss nur einen Rohstoff einkaufen. Und damit wir denken, oh, wertvolle Burgercreme mit echtem Eigelb, ist ja gelb. Das denkt doch keiner. Hat jemals jemand Mayonnaise gegessen und sich gedacht, boah, wertvolle Eicreme aus echtem Eigelb? Hat sich jemals irgendjemand, kam jemand dieser Gedanke? Nee, Senf ist grün. Aber Mayo ist nicht gelb. Mayonnaise ist weiß und Senf ist grün, bitte. Ne? Senf ist grün. Guck mal, darauf können wir schon einigen. Das denkt sich doch kein Mensch. Was ist denn das? Ne? Ne? Ja. Nee. Ist gar nicht so. Skandalös. Bindemittel kleben die Billigzutaten zusammen. Guarkernmehl, ein Bindemittel. Xanthan, zweite Bindemittel. Und jetzt haben wir noch ein bisschen modifizierte Stärke, das dritte Bindemittel. Wollte man wohl, ja. Ja. Das ist skandalös. Romantik im Kopf. Ja. Und da fährt gerade einer schön mit dem Bulldozer durch. Bumm, vorbei. Romantik im Kopf, ja. Ja. Die hatte ich immer. Nee, wie gesagt, ich bin schockiert. Mayonnaise ist für mich jetzt ist gestrichen für immer. Vor allem kaufe ich dann die gut und günstig Mayo in dem Glauben, dass jetzt was richtig Hochwertiges mitzunehmen, richtig. Und jetzt verdient vom Feinsten. Wasser macht die falsche Mayonnaise von Burger King oder McDonald's erst richtig günstig. Wasser. Raffiniertes Rapsöl wird dadurch eingespart. Nee, Wasser will ich auch nicht. Sieht jetzt so auf den ersten Blick aus wie nach so einer Kanalreinigung, finde ich. Im Mixer bekommt die Creme Volumen. Luft macht die falsche Mayonnaise noch günstiger. Und Luft. Das Verdickungsmittel Xanthan bindet das Wasser und erzeugt eine gelige Konsistenz. Ja, ich sag's ja, Leute, Xanthan, ne? Denk mal drüber nach. Denk mal bitte über das Xanthan drüber. Distanz. Wahnsinn. Ich zahle für Rheinland 2 und die gibt's jetzt dann halt, ja. Einen schönen Chicken Burger. Eben. Genau da ist diese Burgercreme drauf. Bei solchen Soßen wundert mich das überhaupt nicht, dass sie diese Coupons immer raushauen. Ja, zwei Burger für einen Preis. Bei der Soße viel Wasser. Auf kaum einem Burger befindet sich noch echte Mayonnaise. Viel häufiger. Eine Industrie-Burger-Creme aus billigsten Zutaten. Warum muss ja, genau, schmeckt ja trotzdem geil. Ist egal, ne? Juckt nicht. Komm, Sebi, beiß rein. Komm. Ja. Schmeckt wie immer. Ja. Viele Soßen enthalten wenig Öl und noch weniger echtes Ei. Sie dürfen. Ich will aber auch ehrlich sein, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ne? Ich bin jetzt einfach mal nackig ehrlich zu euch. Also, es wäre doch ganz gut, wenn das mit Wasser vernünftig gestreckt ist. Willst du wirklich, dass da 70% Öl drin ist? Möchtest du das? Ist es das, was wir wollen? Ich weiß nicht. Kann ich mir irgendwie nicht. Das kann doch auch nicht gut sein. Wegen der selbst auferlegten Richtlinien nicht mehr Mayonnaise. Die normal aus dem Lidl hat 89. Deshalb hat sich die Industrie neue Namen ausgedacht. Und die schmeckt ja trotzdem. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht schmeckt, ne? Die schmeckt ja. Das ist ja kein Problem. Also wenn die nicht schmecken würde, würde ich auch sagen. Und ich finde auch Pommessoße tatsächlich. Finde ich manchmal auch ganz geil.
So, das muss nicht immer Mayonnaise sein. Ich finde auch Pommes Frittensoße ganz geil. Frittensoße, Sandwichcreme oder Pommessoße heißen die billigen Erfindungen der Lebensmittelindustrie. Ein Kritikpunkt für den Verbraucherschutz. Wenn ich aber Soßen herstelle, Berichte mit Fantasien, sicher genug Sachen, die man über Lebensmittelindustrie kritisieren kann. Ja, genau. Dann kann aber ich das, super, ne? Günstig herstellen mit Pommessoße viel Zucker, lame, mit nee, günstigen nicht. Fetten, mit Zusatzstoffen und alles ist erlaubt, denn es gibt kein. Was sagt ihr denn zum Miracle Whip? Das ist doch die große Frage. Was sagt ihr zum Miracle Whip? Meine Mutter ist ja ein großer Fan von Miracle Whip. Geil, lecker. Ja, also ich finde ja auch nicht schlecht, ne? Nur Balance. Stimmt, meine Mutter nimmt auch immer nur Balance, das ist klar. Vorgaben. Der Mayo-Dip von Burger King besteht nur noch zu 55% aus teurem Fett. Chemische Bindemittel ersetzen das Ei. Die falsche Mayo ist vegan, billig und trotzdem gut für ein nachhaltiges Image. Es geht doch nichts über frische, selbstgemachte Mayo, oder Sebastian? Ich finde es ja schon lecker, ne? Also, und die meisten wissen... Wann macht man sich denn mal selber Mayo? Ey, das habe ich doch mal... Letztens habe ich ja versucht, selber Mayo zu machen. In einem Wolle und Kornel-Video war das damals. Ich glaube, für den Taxiteller wollte ich eigentlich die Mayo selber machen. Aber das ist so heftig schief gegangen. Wissen gar nicht, wie schade. Mayo schmeckt. Frisches Ei, viel Öl, Essig, Senf, Zitrone und Gewürze. Wenige zweifelfrei selber Mayo für eigenen. Oh, mehr braucht irre. Es nicht. Krass. Prise Salz, Pfeffer und natürlich Öl. Das Eigelb dient als natürlicher Emulgator. Es verbindet die eigentlich nicht mischbaren Flüssigkeiten. Und fertig ist die Mayo. Und die schmeckt! Ein weiterer Soßenklassiker bei Burger King ist die Chili Cheese Sauce. Boah, jetzt will ich nach. Oh, Leute, wenn ich das sehe, ne? Ich will nach Burger King. Ich hab Bock. Ich da jetzt reinbeißen könnte, ne? Oh. Sie darf es sein. Ich hab Essen mitgebracht. Mm. Sebastian Leger hat besonders beliebte Produkte eingekauft. Mir läuft das Wasser im Maul zusammen. Extra long Chili Cheese. Oh, der ist so lecker, wenn man die Jalapenos rausnimmt. Ne? Die Jalapenos sind mir halt viel zu scharf. Der brennt mir das Maul bis nach Mexiko. Ne? Aber ohne die Jalapenos ist der extra long Chili Cheese, der ist so geil. Oh. Und das ist so weit weg, ich kann da nicht hin. Chili Cheese fritten. Na gut, das wird Schwanz sein. Chili Cheese Burger. Oh, Chili lecker. Cheese. Das klingt nach. Ich kann die nicht fressen, Mieze. Die sind zu scharf. Das brennt. Also, ich kann wirklich nicht. Es geht nicht. Selbst wenn die Chili Cheese Soße in der Produktion nur 1 Cent kostet, ist die halt mega krank. Ja, eben. Scharf richtig. Ist mir egal. Okay. Es ist mir scheißegal. Und wenn da normalerweise noch 10-fach mehr Fett dran gehört, sie schmeckt todesgeil. Also, es juckt nicht. Sebastian Lee. Da ist kein. Leute. Ich call jetzt schon mal was, ne? Ich call jetzt was. Ihr habt natürlich gedacht, ihr habt die ganze Zeit gedacht, dass wenn ihr Chili-Cheese-Soße euch kauft, dann ist da der beste Käse der Welt drauf, der einfach geschmolzen wurde und in diese Soße kam. Aber ich call jetzt was, ne? Da ist entweder gar kein Käse drin oder der ranzigste, den man sich vorstellen kann. Und tatsächlich habe ich auch nie was anderes erwartet. Also in Ordnung, passt. Gewagt eine erste Analyse. Ach komm, jetzt tu mal nicht so. Tja. Er labert. Er ist ein Laberhannes. Machen wir doch mal Chili Cheese. Und zwar so wie Burger King. Produktentwickler Sebastian Leger hat sich die geheime Zutatenliste des Burger-Riesen besorgt. Zanatan. Na scheiße. Hat sich erledigt. Wie bei den meisten ist da auch kein Chili, sondern Jalapenos drin sind, weil billiger. Ja, Rohstoff, kann gut sein. Ist auch nicht schlimm. Essig, Salz und Pfeffer bilden die Chiliflocken sind auf jeden Fall drin. Dann folgt der erste Schritt hin zur Chili-Cheese-Soße. Käsearoma. Das ist so hart. Ne? Waren Sie schon mal im Fitnessstudio? Und manchmal gibt es ja auch andere, die da trainieren, die ihr Deo vergessen haben. Genauso riecht das. Das Käsearoma wird ausschließlich aus Naturkäse gewonnen, sagt Burger King. Überprüfen kann Sebastian Lege das nicht. Zucker macht die Soße haltbar. Natürlich. Glucose-Fructose-Sirup. Hier
steckt Geschmack und Haltbarkeit drin. Offiziell ist der Sirup eine Zutat. Tatsächlich wirkt die zuckrige Masse wie ein Konservierungsmittel. Ich sag, wie es jetzt ist. Läuft das wie Käse. Da kenne ich Videos, ne, japanische Videos, da schmieren die sich komplett damit ein. Sieht zumindest genauso aus. Und das scheint auch essbar zu sein, habe ich mir so sagen lassen. Es scheint auch essbar zu sein. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie man diese Fließeigenschaften herstellen kann von einer Käsesoße. Ja, ganz lecker. Stärkezuckersirup. Schön hier reinlaufen lassen. Glucose-Fructose-Sirup wird mit Hilfe von Enzymen aus Mais- oder Weizenstärke gewonnen. Boah, Kinders, ey! Wenn ich das so hier ranklebe, bleibt der Löffel sogar kleben. Einige echte Chili-Stückchen sorgen in der Soße. Machst du denn nicht ausmalen? JD giftet an Nietzsche. High five. Vielen Dank für den Giftsab, JD. Dankeschön, Mann. Dann folgen ein paar Tropfen Chili-Extrakt. Läuft ja wie bei Korn in der Küche. Und Farbe. Ein bisschen. Sind doch keine Farbstoffe drin, ne? Da ist Farbstoffe drin. Eine Rezeptur. Offiziell ohne Farbstoffe und ohne Konservierungsmittel. Öl kommt noch rein. Und das ist ja auch nur ein bisschen, ne? Das ist ja wirklich nur ein bisschen Öl. Läuft. Und läuft. Bei der Mayo war es ihm nicht genug. Läuft. Eine zentrale Zutat fehlt noch. Ja. Das Produkt heißt ja Chili Cheese. Chili Cheese. Ach, Mensch, hab ich ganz vergessen. Natürlich kommt der Käse rein. Hier. Käsepulver habe ich ja ganz vergessen. Käse, getrocknet und fein gemahlen. In Chili so ist Cheese normal, ne? Von Burger King stecken 1,8% echter Käse. Ich gehe halt auch zu Burger King und nicht in ein Edelrestaurant oder sowas. Das ist genau dieser Teelöffel. Zack. Und schon dürfen wir es Käsesoße nennen. Ist das nicht geil? Na, wenn es geil schmeckt. Chili Cheese-Soße besteht aus aromatisiertem Wasser, Zucker, Öl und ganz wenig Käse. Frisst man ja auch nicht jeden Tag. Eine natürliche Käsesoße ist aber viel länger haltbar. Guckt euch das an. Wie das Original. Frei von Konservierungsstoffen, künstlichen Aromen und Farbe. Ja, nee, ist klar. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben. Naja, keine Ahnung, das könnte ich ja nicht einfach behaupten, oder? Also. Das, oder? Das geht doch nicht, oder? Ich weiß es nicht. So auch noch heute, oder wie? Ein cleverer Trick. Ganz normale Zutaten machen die Produkte länger haltbar. Heißt offiziell ist die Chili-Cheese-Soße frei von Konservierungsmitteln. Wenn ich wie Burger King verspreche, meine Produkte enthalten keine Konservierungsstoffe, dann heißt das nur, dass ich die Zusatzstoffklasse Konservierungsstoffe nicht einsetze. Das heißt aber nicht, dass ich andere Zusatzstoffe, die auch die Haltbarkeit verlängern, nicht einsetzen darf. Fastfood ohne Konservierungsstoffe ist möglich. Es gibt auch andere Methoden, wie Lebensmittel lange haltbar bleiben. Aber es ist dann ganz wichtig, dass ich gerade bei der Zubereitung eine... Okay. Alles klar. Wir haben es verstanden? Na gut. Das ist, wie man draufschreibt, ohne Zucker und dann ist Dextrose etc. drin. Okay. Ja gut. Okay, von mir aus. Also ich kann nur sagen, es ist halt, ja, es ist halt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mir das Video gebracht haben soll. Es bringt mir nichts, ne? Wir möchten hier gerne nochmal in die Kommentare schauen, scheinbar. Da haben wir hier, vielen Dank, dass ihr euren Wunsch eingegangen seid und zeigt, wie man gewisse Zutaten selbst herstellen kann. Wahrer Besseresser, danke dafür. Bitte möglichst immer, wie in diesem Beitrag mit der Mayonnaise, nicht nur zeigen, dass Industrieprodukte aus zwei Waffen Zutaten bestehen. Aha. Am Ende geht es um den Source von Burger King und der letzte Satz, aber das ist ganz wichtig. Das ist ganz exzellente Arbeit, die ihr leistet. Immer wieder sehr amüsant, solche Videos als gelehrter Lebensmitteltechnikerin zu sehen. Ja, weiß ich nicht. Das ist nicht so spannend, die Kommentare, Jocks, tut mir leid.